hier in Straßburg. Einen schönen guten Morgen hier aus dem Straßburger Parlament. Einen schönen guten Morgen auch deswegen, weil es doch gestern ziemlich hektisch war. Es war noch viel von zumindest Unsicherheit, von Ärgernissen zu spüren nach den Entscheidungen. Aber dann gab es ja zumindest eine Wahl. Im zweiten Wahldurchgang hat David Sassoli, der Italiener Sozialdemokrat, hier den Parlamentsstuhl erobert. Und dann wurde es ein bisschen ruhiger. Er hat versucht, von seiner ersten Rede heraus schon einmal deutlich zu machen, dass er Solidarität möchte, dass man gemeinsam etwas tut in Europa, dass man bestimmte Probleme angeht und dass er auch eine Perspektive entwickeln will, um das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, nämlich dieses Posten hin und her diskutieren und diese Ärgernisse einigermaßen in Zukunft zu vermeiden. Ich freue mich sehr über Fabienne Keller, die bei mir ist. Sie waren mal auf der Liste von En Marche von Macron. Sie haben ein Heimspiel, wie man in Deutschland hier sagt. Sie sind nämlich aus Straßburg. Ja, Sie waren Bürgermeisterin hier in Straßburg. Ich begrüße Sie sehr herzlich für das Gespräch. Und Timo Wölken ist bei mir von der SPD. Schönen guten Morgen. Sie kommen aus Niedersachsen. Und wir haben gestern Abend gehört, dass Martin Schulz sich so ein bisschen zurückgenommen hat im Heute-Journal. Er hatte zunächst sich ja sehr empört über das, was hier passiert ist, beziehungsweise besser gesagt in Brüssel passiert ist. Da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Frau Keller, zunächst mal die Frage an Sie. Wir haben so den Eindruck, Deutschland und Frankreich haben sich jetzt geeinigt auf diese Positionen und auf die Personen. Wir haben zwei Frauen, was im Prinzip erfreulich ist. Aber das kann ja nicht sein, dass Deutschland und Frankreich alleine in Europa die Positionen bestimmen. Nein, das war Deutschland und Frankreich zusammen. Ich glaube, Frau von den Leyen hatte die Unterstützung von Herr Macron. Und ich erinnere mich, dass Frau Lagarde die Unterstützung von Frau Merkel für den FMI gehabt hatte. Das bedeutet, dass wir, das war mehrere Tage gearbeitet. Es muss lange diskutiert werden, aber einmal muss man entscheiden. Mein Gefühl ist, dass die Entscheidung mit Balance, mit Ausgleich, ist, auch die Sozial. Demokraten haben zwei gute Positionen. Der Mann für ausländische Politik, Herr Borrell, Josep Borrell. Er war Präsident vom Parlament, als ich OB war. Er ist ein ganz toller Mann. Und natürlich unser Präsident, Herr Sassoli. Dieses Gleichgewicht finde ich ganz positiv. Und seine Sprache, die Sprache der Präsident, war konstruktiv. Mhm. Er wollte dieses Europa stärker machen. Wir wollen das, dass wir Lösungen zu den Fragen unseren Mitbürgern bauen und zusammen. Herr Wölken, so ein bisschen verraucht, also zu ein bisschen verraucht, muss man sagen, ist der Ärger, ist die Wut gerade bei den Sozialdemokraten. Aber die haben auch, hat man so den Eindruck, eingesehen, es wäre einfacher gewesen, man hätte sich auf einen Kandidaten geeinigt zuvor, weil dann hätte man im Zweifel bei den Entscheidungen in Brüssel nicht so gut daran vorbeigehen können. Ist das ein Fehler gewesen? Also zunächst muss ich sagen, mein Ärger ist noch nicht verraucht. Also ich finde es nicht richtig, dass jetzt eine Kandidatin als Kommissionspräsidentin vorgeschlagen ist, die nicht Spitzenkandidatin war. Für mich war das ein zentrales Wahlversprechen, das auch die europäischen Parteifamilien gegeben haben. Und insofern finde ich diesen Vorschlag nicht demokratisch. Aber ja, auch das Parlament muss sich natürlich überlegen, wo es die Fehler gemacht hat. Und ich glaube schon, dass wir eine indikative Abstimmung gebraucht hätten, wer hier im Haus die Mehrheit hat. Sei es Manfred Weber, sei es Franz Timmermann, sei es die Kollegin Vestager. Und an der Stelle muss ich sagen, dass das Spitzenkandidatenprinzip, ich gebe das jedenfalls noch nicht auf. Und wir haben gestern in der Abstimmung gesehen, für Herrn Sassoli gab es eine Mehrheit von 330 Stimmen. Frau von der Leyen wird 376 Stimmen im Europäischen Parlament brauchen. Und davon ist sie noch weit weg. Also sich jetzt einfach zurücklehnen als Staats- und Regierungschefs und sich darüber freuen, dass man das Parlament ausgebotet hat, so wird es nicht laufen. Frau Keller, kann das sein, dass Frau von der Leyen hier scheitert? Frau von der Leyen war gestern in Straßburg. Sie versuchte, die Diskussion anzufangen.
Ich glaube, ich kann verstehen, dass Sie den Spitzenkandidatensystem unterstützen. Wir nicht so sehr, weil das hat nicht funktioniert dieses Mal. Man muss auch sagen, dass Herr Timmermans und Frau Vestager beide erste Präsident von der Kommission sein werden. Ja, das ist die, wie entscheidet denn der Rat, wer Vizepräsident in der Kommission wird? Die Kommission ist selbstständig. Aber wir können nicht wählen vor die Entscheidung von den Rat. Das wäre nicht gut. Ja. Es ist kompliziert, auf der europäischen Ebene einen guten Weg zu finden, um sich zu entscheiden. Aber ich hoffe, dass wir nicht so viel auf die Personen wählen werden, aber über den Programm. Wir, die Sozialdemokraten, die Grünen, die Renew und EVP, arbeiten zusammen über eine Koalition Draft. Das ist wichtig für Umweltschutz, für Wirtschaft, für Grenzprotektion. Ja, Migration, ja. Grenzschutz. Grenzschutz. Ja. Das ist wichtig. Und sie muss, Frau von der Leyen, muss sich darüber engagieren. Das ist wichtig für uns. Und dann werden wir wissen, wie viele Wählen sie haben kann. Herr Wölken, Sie merken, da ist schon ein Kooperationsangebot gekommen. Aber trotzdem muss ich noch mal nachfragen. Sie sagen zu Recht, natürlich sind die Sachthemen die wichtigen Themen. Nicht unbedingt die Personen haben die Priorität. Aber warum hat man dann, Herr Wölken, sich nicht auf einen Kandidaten geeinigt? Das wäre schwierig gewesen, an diesem Kandidaten des Europäischen Parlaments vorbeizugehen. Der Prozess in der Tat, wie wir versucht haben, hier ein gemeinsames Programm zu arbeiten, hinter dem oder vor dem dann ein Spitzenkandidat oder eine Spitzenkandidatin steht, war nicht optimal. Das muss man selbstkritisch sagen. Da müssen wir in Zukunft bessere Verfahren finden. Aber man muss auch sagen, dass da ja mit unterschiedlichen Ansprüchen herangegangen wurde. Ich glaube aber, dass was das Personalpaket, das der Rat jetzt vorgelegt hat, wirklich dazu führen wird, dass das Parlament weniger ernst genommen wird. Und wenn wir Trilogverhandlungen haben, wenn wir mit dem Rat an dem Tisch sitzen, dann wird der Rat mit einem viel größeren Selbstbewusstsein auftreten können, dass man vorgeschlagen hat, wer Parlamentspräsident werden soll, dass der Rat vorgeschlagen hat, wer Vizepräsident in der Kommission werden soll. Und nochmal, die Kommission ist unabhängig von den Staats- und Regierungschefs, von Länderinteressen, hat ein Selbstorganisationsrecht. Und wenn jetzt ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, wo man sagt, der und diejenige wird Vizepräsidentin, das halte ich ehrlich gesagt für übergriffig und bringt unser wohl ausdifferenziertes Institutionengefüge deutlich ins Schwanken. Und zwar zum Nachteil des Parlaments, das direkt von den Menschen gewählt ist. Und auch deutlich gegen das Wahlversprechen auf, dass es nur ein Spitzenkandidat wird. Und im Übrigen auch das Parlament hat in offiziellen Mitteilungen klargemacht, dass wir nur jemanden wollen, der Teil des Spitzenkandidaten war. Und nur das eine Parteienfamilie sich auf 7 Spitzenkandidaten geeinigt hat und nicht auf einen, heißt ja nicht, dass es in der Mehrheit nicht ein gutes System ist. Okay. Über die Frage der Spitzenkandidat. Herr Weber war der Spitzenkandidat von EVP. Sie haben die größte Mehrheit hier im Parlament. Aber sie haben viele Wähler verloren. Ja. Soll er Präsident werden? Selbst für die Sozialdemokraten. Sie haben weniger Abgeordnete als letztes Mal. Trotzdem haben die Grünen hatten eine gute Spitzenkandidat. Sie hieß Keller, Ska Keller, das ist derselbe Name. Sie haben mehr Gewählte, aber nicht die Mehrheit im Parlament. Es ist kompliziert, die gute Lösung zu bauen. Und man muss auch sagen, wenn Europa sich entscheiden muss auf große Fragen, müssen den Rat und das Parlament sich zusammen sprechen. Das ist so, Co-Legislation, Zusammenarbeit. So, das bedeutet auch für die wichtige Position, dass wir diskutieren müssen. Man muss das so sagen, es ist die Realität. Also ich kann verstehen, das ist nicht direkt Demokratie, aber wir nehmen den Weg europäische Demokratie, aber wir haben noch nicht ein einziges Wahl. Ja, weil die Konservativen das verhindert haben. Also natürlich waren wir auf dem Weg zu transnationalen Listen und das ist das ideale Modell, aber das wollten tatsächlich die EVP nicht. Wir müssen an der Stelle
aufhören. Aber okay. Ich merke, da ist noch sehr viel Diskussionsbedarf. Ja. Frau Keller, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei mir waren. Bitte. Ich war froh, Sie. Ganz herzlichen Dank. Danke. Da ist noch eine Menge Gesprächsbedarf. Und der neue Parlamentspräsident David Sassoli hat ja gestern auch von Reformen gesprochen und von mehr Kooperation und Kommunikation. Wir melden uns um 10 Uhr hier wieder aus Straßburg, aus dem Parlament.